happen to you. She's in the car. She thinks you walk on water. Don't expect what you're expecting when you see me. I don't want to fight. You live for it. Tom, preach. You can't keep doing this. It's going to get worse. Something happened. Everything's changed. Looks like Voodoo and the boys are going to be busy. Ich bin jetzt wieder der einzig, derartige, der Misanthrop. Willkommen zu Medal of Honor Warfighter, die Singleplayer-Kampagne. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel so sich schlagen kann. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Also, ich war damals, ich habe angefangen mit Medal of Honor 1 auf der PlayStation. Hab Medal of Honor 2 gespielt. Medal of Honor Allied Assault habe ich gespielt. Pacific Assault habe ich gespielt. Und dann nichts mehr. Weil dann kam Call of Duty und Call of Duty war damals noch richtig gut. Egal. Genug mit dem Geschwafel. Eben mal schnell. Ein Energy Drink öffnen. Und ab auf den Einzelspieler. Ich habe noch keine Minute gespielt. Ich bin bloß mal in das Spiel reingegangen, um zu schauen, ob die Grafik-Einstellungen, die ich mir ausgesucht habe, funktionieren. Und das tun sie. Und deswegen machen wir weiter. Von Anfang an. Bleiben wir auf normal. Und los geht es. Da bin ich ja mal gespannt. Eine Nation definiert sich nicht nur durch die Menschen, die sie hervorbringt, sondern auch durch die Menschen, die sie ehrt und deren sie gedenkt. John F. Kennedy. Wenigstens fängt das Ganze mal nicht an mit einem Zitat von Eisenhower oder Churchill. Boah, scheiße, es ist Rambo! Da ist noch einer. Voll die Ninjas. Sehr gut. Sieht aber auch schon schick aus, muss ich sagen. Gefällt mir bisher ganz gut. Oh, okay. Und wir sind im Spiel. Ohne große Umschweife geht's los. Ich darf sofort meinen ersten Mord begehen. Yay. Weg mit dir. Zack. Leise wie eine Maus. Voodoo, wir sind am Strand. Rücken zum Ziel vor. Haltet euch am Extraktionspunkt bereit. Das sieht aber schon schick aus, ey. Ganz einfach. Wir gehen rein, wir gehen wieder raus. Und wir erfahren, dass wir hier waren. Das sieht schon echt schick aus, muss ich ja wirklich sagen. Freunde, lege ich ihn. Alles klar. Da ist unser Truck. Du darfst die Wache nicht erschießen, sonst ist die Operation am Ende. Okay. Platz hier einfach den Sprengsatz. Ich sichere dich. Ich sollte vielleicht die Mausempfindlichkeit ein klein wenig runterdrehen. So, alles klar.
Das machen wir auch mal direkt. Sorry? Oh nein, ich kann nicht in die Option. Okay, dann eben nicht. Beim nächsten Teil stelle ich so runter. Beim nächsten Part. Reacher, die Wache ist bewaffnet. Leg den Kerl um. Boom. Wow, alter Finger. What the fuck? Was zum Teufel? Alter. Was war das? Okay, es geht los. Alter Finger, was war das denn für eine fucking Bombe? Alter. Ich will nicht sterben. Jesus Christ! Wow! Shit! Boah! Alter! Alter, der brennt! Alter Finger, ey! Ja, komm hier, muss nicht länger leiden. Jesus Christ! Boah. Fuck! Okay, er geht voll los gerade. Fuck! Bruno, wo seid ihr? Gut geschossen, Richard! Gut gemacht! Ja, geh doch! Schmier ab, du Sau! Oh oh! Boah, alter Finger! Das Spiel läuft keine 5 Minuten und die Kacke ist schon voll am Dampfen. Super Einstieg ins Spiel. Gefällt mir jetzt schon super gut. Wahnsinn. Wenn das... Also wenn das so bleibt, wird das lustig. Sehr nice. Boah. Puh. So ist es nicht. Die deutsche Synchro gefällt mir gar nicht, ey. Verdammt. Da fällt mir gerade ein. Oh, ein paar Bildreißer. Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs. Da war ein Tunnel. Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Haben Wolf und Chris von Game One nicht irgendwie eine Sprechrolle in Medal of Honor Warfighter? Tut mir leid. Ich glaube ja. Mal gucken, ob man so hört. Raushört. Ich will nicht mehr kämpfen. Wolf, glaube ich, hatte eine. Du lädst dafür. Also ich finde die Synchronstimme, die deutsche von unserem Protagonisten Mann, hier... Dusty, was ist bei eurer Operation passiert? Ah, hör mal, Samuel L. Jackson, super. Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache. Unmöglich. Wir empfangen Siggins-Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Oh. Irgendeine Ahnung, wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Nein, das ist nicht Sache der Navy, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die habe ich schon. Tja, war ja klar. Was sagen denn deine Quellen vor Ort?
Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus, in einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr hattet jemanden? Haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. So, dann wissen wir ja schon, wo wir als nächstes hin müssen. Argyrus. لا أعرف كيف وصلتم إلى هذا المكان. هذا ليس مهم. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا. Das sind die Bösen. Das sehe ich doch. لتكونوا جزءا من قضيتنا. يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي. وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات. ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. Ach nee, wirklich? Ich muss W drücken, um zu gehen. Wer hätte das gedacht, ey? Okay, sprinten. Hinlegen. Alles klar. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. Jetzt kriege ich hier Terroristenausbildung. Natürlich ist G, Granate werfen. Jo, lässt du mich durch, Kumpel, oder? Alles klar. لدينا تجربة أخرى لك. ادخل إلى الغرفة المجاورة للبيت. Ihr hättet mich töten können, ihr vermummten Arschlöcher. Okay, beende so schnell wie möglich den Kurs. Alles klar. Ein Flugzeug, ja? Trainieren wir hier für ein Attentat oder was? Scheint wohl so. Ich hoffe ja, dass nachher nicht. Wow. Achso, Nahkampf. Frühs das! Ich hoffe ja, dass später die Gegner nicht mit so einem blauen Pfeilchen markiert sind. Das wäre sonst echt relativ lächerlich. Ups, sorry. Wir geben mal Munition hier. Durchbrechen. Okay. Alles klar. Ah, okay. Womit machen wir es? Mit einem Hackebeil? Mit einem Tomahawk oder mit Fuß? Komm, wir machen halt mit dem Fuß, brachial! Hua. Alles klar. Und jetzt ab in das World Trade Center. إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة.
Ja. Also ich bin mit meiner Zeit zufrieden. Alles klar. Nicht gut. Welche Sprengsätze habt ihr benutzt? Vollladung. Gerade genug, um es wie eine defekte Benzinleitung aussehen zu lassen. Der Sekundärschaden geht nicht auf uns. Nein, die Explosion kam aus dem Inneren des Containers. Oh, das springt aber. Das bestätigt die Theorie mit den Sprengstofflieferungen. Was war das denn? Und wem gehört das Zeug? Ja. Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist springt der Sound. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe. Okay, ich muss das fragen. Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald es politisch wird, sollen wir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay. Also, ab sofort leitet Voodoo Mako. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gerade nasse Füße. Ach, was ist ein veraltetes Handy da auf dem Tisch lag? Nee, Moment, nee, nee. Wir bleiben in Verbindung, Mann. Hey, Stump. Wenn ich's nicht schaffe, gib das meiner Ex-Frau. Das super. Da sind wir dann schon wieder bei den typischen Phrasen in so Militär-Shooter. Stop, du startest die Boote. Es sieht aber schon besser aus als in Battlefield 3, ey, ganz ehrlich. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber... Ich finde schon, dass es eine ganze Ecke schöner aussieht noch. Los geht's. Wuhu! Halo Jump. Voodoo, Dingo. Los, Dingo. Grünes Licht, Mann. Sie greifen an. Gladiator im Anzug. Geht runter. Feindbesuch. Hoch sie. T2, Gladiator 1-1. Wir ziehen uns zurück und greifen mit Tests aus sicherer Entfernung an. Mako 1, ihr seid jetzt 5 Minuten auf euch gestellt. Roger, Gladiator 1-1. Dingo, das war die Luftunterteilung. Ja, das sieht ja schon aus, als wenn gleich die Kacke am Dampf ist. Dafür sorgen, dass niemand Ärger macht. Und das kennen wir doch schon aus dem ersten Trailer. Wir schleichen ins Lager und greifen an. Das ist genau in der Mitte von Pirate Town. Behalte die Strukturen im Auge. Los. Stop, sichere uns. Vorwärts. Stop, Bewegung. Alpha ist gleich hinter diesen Gebäuden. Davon wird höchstwahrscheinlich gleich nichts mehr übrig sein hier. Da darf ich wieder vorgehen, ne? War klar. Wir sind ja auch nur ein Team. Oh, super, Sniper. Hilfe! Ich habe Wasser im Ohr. Au! Aua! Ratte! Headshot. Schade, dass man sich hier nicht um die Ecke lehnen kann. Das vermisse ich immer wieder. Aua. So. Ist das lustig? Findlich eingestellt, das muss ich gleich erstmal ändern. Headshot, so muss das. Schmeiß doch einer meine Nate rein, Leute. Bloody Scream, so weird. Oh. So nicht hier, Freundchen. Das ist schon der nächste. Wie viele gibt's denn von denen? Weiter nach vorne.
immerhin entkommen. Komm her, ich geh mal nach vorne. Was zum Teufel ist das denn? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Seid ihr blind? WTF, Mann. Kennt ihr die Szene aus Nackte Kanone? Wo sie direkt gegenüberstehen hinter den Tonnen und sich gegenseitig da beackern? Ah, super. Ja, komm. Muss der Papa wieder nach vorne, wa? Ja, habt ihr. Fresst. Der Sound ist aber noch ein bisschen satter als im Battlefield, ey. So, Leute. Sorry, aber hier wird Pause gemacht. Ich kann die Videos nicht mehr so groß machen. Ich speichere die zwar jetzt im Moment auf meine externen Festplatte, da wo genug Platz drauf sein sollte. Allerdings dauert mir das Hochladen so unfassbar lange, dass ich mich entschieden habe, die Videos doch nicht länger zu machen als 20 Minuten. Also, Leute. Bisher der Ersteindruck vom Medal of Honor Warfighter. Grafisch sehr, sehr schick. Soundtechnisch super. Ja, ne, und ihr habt gesehen, ging sofort voll los. Da bin ich echt gespannt, ob das Spiel auch so weit oben halten kann, die Messlatte, wie es angefangen hat. Aber das sehen wir in den weiteren Folgen vom Medal of Honor Warfighter hier bei mir, dem Misanthropen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!